Welche Prozent? Völlig unverfroren. Wir machen jetzt eine Quest von, da steht Patrick Haggerty. Verzeihung, Sir. Sie wollen den Narren sehen, was? Das ist Patrick Haggerty, beraubt von der eigenen Schwester. Na, sie hat fast jeden ausgeraubt. Also, wer ist der Narr? Ich bin nicht sicher, wovon Sie sprechen. Dann wissen Sie wohl als Einziger nicht, dass Catherine mit dem Dieb Victor Rookwood und seiner Bande durchgebrannt ist. Einfach abgehauen. Ich hätte nie gedacht, dass sie mich mal beklaut. Uns. Aber sie war es eindeutig. Für den Diebstahl eines Familienerbstücks soll sie nach Azkaban kommen, Schwester oder nicht. Welches Erbstück hat sie gestohlen? Was für ein Familienerbstück wurde Ihnen denn gestohlen? Eine Halskette. Sie gehörte der ersten der Haggerty-Frauen. Sie ist hunderte von Jahren alt. So viel Geschichte. Sie wird sie verpfänden. Warum sollte Catherine zurückkommen, um das Dorf auszurauben? Warum sollte Catherine das Dorf ausrauben? Sie hatte es doch schon verlassen. Sehe ich wie ein Verbrecher aus? Woher soll ich das wissen? Sie hat diesen Ort immer verabscheut, hat es gehasst, hier aufzuwachsen. Vielleicht wollte sie uns demütigen. Warum denken Sie, dass es Catherine war? Sind Sie sicher, dass es Catherine war? Es hätte jeder sein können. Dank dieses Rookwood-Lumpen überrennen uns die Kriminellen. Ich wollte glauben, dass es irgendeiner von Ihnen war, nur nicht Catherine. Aber nur sie konnte wissen, wo das Erbstück versteckt war. Und sie wusste genau, welche Häuser sie ausrauben musste. Ja, vielleicht kann ich kann mich nach dem Dieb umschauen. Sie? Unser Eins kann da nichts ausrichten. Das ist eine Aufgabe für Officer Singer oder eine ähnliche Instanz. Außerdem schlägt meine Schwester diese feige Diebin nur nachts zu. Da müssen Sie längst im Bett sein. Ja, ist ein bisschen abwertend. Ne? Eigentlich möchte ich denen gar nicht helfen. Könnte ich mir Ihre Waren ansehen? Was verkaufen Sie hier? Es ist dunkel. Ich sollte diesen Diebstahl für Mr. Haggerty untersuchen. Okay, es ist dunkel. Wir können das untersuchen. Also der bietet so auch so ein bisschen das Zeug an wie ein Hogsmeade hier, die eine. Dieses Geschäft, ne, mit den Tierwesen, die da drinnen sind. Ja, genau. Auch die gleichen Preise. Alle eine Preisabsprache hier gemacht. Frechheit. Ist wie mit dem Döner. Macht da einer das teurer, haben dann alle genau den gleichen Preis. Diese Preisabsprachen hier. Gold. Ich muss hier richtig sein. Der Typ hat wohl mehr genommen, als er tragen konnte. Also hier ist wahrscheinlich der Weg mit Gold gepflastert. Wir gehen mal hinterher. Sammeln natürlich das Gold an als Beweismittel. Rebellion. Mehr Gold. Ich muss in der Nähe sein. Ich würde gerne mal heimlich reingehen. Revelio. Jetzt kam da eine Talentpunkt zum Einsatz. Ich habe einen erlegt und den zweiten hat er gleich miterlegt. Also das hat funktioniert. Das war gut. Da hat sich der Talentpunkt schon gelohnt. Also wenn man sich reinschleicht, einen mit Petrificus Totalus gemacht hat, hat man gleichzeitig noch einen zweiten, der in der Nähe ist. Das ist schon ziemlich cool. Finde ich nett. Kann man machen. Auf jeden Fall den Punkt dort rein. Wenn man ein bisschen Kämpfe auch meiden möchte. Wenn man die natürlich liebt, da ist das wahrscheinlich nicht so cool. Ivo denkt, er ist wieder in AC, ja. Ja. Stimmt. Ja, gut möglich. Ich weiß, was das bedeutet.
Eine Prüfung Merlins. Ja, aber die wollen wir jetzt nicht machen, weil wir sind jetzt gerade in einer Quest. Wir müssen erstmal den Goldmünzen hinterher. Von hinten morcheln. Immer schön regelmäßig eine Goldmünze verloren, ne? Der muss doch gar nichts mehr haben. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Rebellion. Und wie man so ist, ne? Man sammelt schön das Gold auf hier. Man lässt hier nichts liegen. Oh, was ist das denn für ein Weg, ja? Boah. Eindringling. 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 Und wir müssen da nicht rein, also wir können auch die ignorieren erstmal. Revelio. Wir wollen ja auch leben, ne? Ich mach dir sonst auch noch gleich fertig. Ein Mittler. Es war doch nicht Catherine Haggerty. Ach so, jetzt macht's auch Sinn. Ach, ein Niffler war das. Ja. Stimmt. Hätte mir ja auch so ein bisschen komisch vorkommen können, ne? Weil hier, schaut euch mal hier den Geldberg an. Die Niffler finden das ja toll, wenn sie sowas horten können. Revelio. Ach, das war ein Niffler. Jetzt macht's auch Klick. Sollen wir jetzt den Niffler finden hier? Das Erbstück Haggertys. Das muss das Erbstück der Haggertys sein. Aber wo ist denn die? Revelio. Wo ist der Niffler? Kleine Schlingel. Ach, hier. Hier ist der Niffler. Scheiße, und jetzt rennt der auch noch weg. Revelio. Jetzt rennt der auch noch weg. Ich hab ihn verloren. Du bist zum Sterben hier, was? Fuck. Ich hab einen Niffler verloren. Fang. Ja. Der war so schnell weg, wie ein geölter Blitz. Ich hoffe, er kommt wieder. Oh, verdammt. Keine Ahnung, ob der wieder zurückspawnt. Oh Mann, ey. Aber ich habe die Niffler am Anfang auch nicht gesehen. Vielleicht ist er auch da schon dann weggelaufen. Als er mich kommen gesehen hat. Oder kommen gespürt hat. Manchmal gehen die ja schon, obwohl die einen eigentlich gar nicht sehen hier. Revelio. Der lag hier an seinem Gold. Ach da, da oben, da oben, da oben. Da oben. Mayday, Mayday. Niffler am Start. Es ist vorbei mit dir. Du kommst in meinen Sack. Niffler, Baby. Wie Mr. Haggerty die Neuigkeit wohl aufnimmt. Seine Schwester war nicht die Diebin und das Erbstück kehrt zurück an seinen Platz.
Da haben wir den Irondale Deep gefangen. Ja. Zurück. Ja, an Nifla kam ich gar nicht, ne? Eigentlich auch so logisch. Wie schön, Sie zu sehen. Wie schön, dich zu sehen. Der Nifla. Mutter würde sich im Grabe umdrehen. Gute Neuigkeiten, Mr. Haggerty. Ich habe Ihren Dieb entlarvt. Jetzt hören Sie schon auf. Wir alle wissen, es war meine Schwester Catherine. Sir, der Dieb war eigentlich ein Niffler. Wie bitte? Sie wissen schon, klein, pelzig, diebisch. Ich bin ihm zu seinem Versteck gefolgt. Catherine wusste als Einzige, wie man in unsere Häuser kommt und wo die Wertsachen sind. Das ist wohl ein fieser kleiner Mistkerl. Wenn Sie das Versteck des Nifflers gefunden haben, dann müssen Sie auch mein Erbstück haben. Das behalte ich mir. Sie können es wieder haben für einen Preis. Eigentlich schon, oder? Ah, ich habe Ihr Erbstück, mein Gott. Ja, das habe ich tatsächlich. Aber dann, ich hatte Aufwendung. Sie wissen nicht, wie viel mir das bedeutet. Catherine ist eine Enttäuschung. Aber ich wollte nie glauben, dass sie hinter all dem steckt. Nun, dank Ihnen muss ich das auch nicht mehr. Wir leben in einer. Und warum haben wir jetzt den Niffler gefangen? Ein Niffler wird wohl kaum. Den haben wir gar nicht gezeigt. Ein Dieb in der Nacht. Ich